Hallöchen, weiter geht's mit Bloodborne. Gute. Hi. Jo, erstmal, es gab ein paar kleine technische Probleme, deswegen ist am Samstag die Folge auch ausgefallen. Und wir hatten nämlich hier schon, diesen Abschnitt, der jetzt gar nicht so groß ist, den haben wir schon gemacht, aber unsere Aufnahmesoftware hat mal wieder versagt. Ist aber nicht so tragisch, weil wir sind da auch nicht weitergekommen in der kommenden Folge, die es jetzt quasi gar nicht gibt. Und ja, machen wir jetzt nochmal. Ne? Nicht wundern, wir kennen halt die Ecke da unten schon etwas. Ja, und den Kerl, der da kommt. Genau, da kommt nämlich gleich was. Ich wollte es jetzt noch nicht verraten, aber wir warten ja schon länger auf den ersten Boss hier in dem Gebiet. Ja, ich würde sagen, du kannst schon mal da unten gegen die Großen kämpfen. Auch, man merkt es auch, es ist viel heller geworden hier, ne? Findest du? Ja, finde ich schon. Aber wo, warum? Weiß nicht, die Tageszeit ist halt anders. Meinst du, das verändert sich? Also ja, ich meine, mir ist schon auch generell, als wir angefangen haben hier zu spielen, auch das Anfangsgebiet und so, ist mit eins der hellsten in ganz Bloodborne, ne, weil auch mal die Sonne scheint und so. Oh krass. Oh, jetzt hast du beide. Einer ist aufmerksam geworden. Oh, 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 oh. In der Ecke. Boah. Was macht der? Oh nein, er bufft sich. Oh nein, er bufft sich. Oh nein. Oh nein. Was machst du? Ich hau ab. Willst du jetzt draufspringen? Aber wo willst du hin? Ich hau einfach ab. Du musst da ja durch. Ich weiß, aber ich kann ihn jetzt nicht mehr besiegen. Klar. Oder das ist dann, viel zu krass. So. Ja, dann geh halt weiter. Was, also der Buff geht ja nicht weg, das haben wir ja schon mal rausgefunden. Guck mal, wie er abgeht. Ja, dann lass ihn halt stehen. Ja, aber jetzt muss, macht mich der andere, jetzt zündet mich der andere da tot. Oh Mann. War aber auch viel zu krass, ey. Viel zu krass. Warum bufft er sich plötzlich? Der hat sich noch nie gebufft. Der Kerl, Mann. Ich dachte, das macht nur der eine. Ja, mies. Mies. Jetzt muss ich voll weit laufen. Wir haben nämlich eigentlich auch schon die Lampe, die direkt hinter... Oh, jetzt bin ich auch hier. Na gut. Ja, dann, eben, also ich meine... Dann zeigen wir es euch jetzt einfach. Ich brauche nur den Pad gerade. Man hätte ja nur noch an denen vorbeilaufen müssen eigentlich. Genau. Dann wären wir hier gewesen. Also, nur... dass ihr es auch seht. So. Man geht dann an diesen beiden Dicken hier vorbei, ja, wenn man es denn überlebt. Der hat übrigens eine ziemlich geile Waffe. Ist uns beim letzten Mal schon aufgefallen. Und ja, dann kommt man hier rein und hat hier ist so eine kleine Kirche. Hat dich immer noch verletzt, der Penner, ey. Ja, krass, ne? So, hier ist eine Lampe und diese Kathedrale, die hat uns irgendwie ein bisschen an diese Kathedrale im Kathedralenbezirk erinnert. Wo man den, na wie hieß der nochmal, dieser Kleriker dann getroffen hat und wo es runterging nach Alt-Janam. So, und hier, ziemlich cool, das kam jetzt mit dem DLC dazu oder mit dem Patch, der gleichzeitig rauskam, das weiß ich gar nicht genau. Hier kann man jetzt, ja, andere Jäger beschwören und zwar ein NPC also in dem Fall. Also ein NPC, ja. Genau. Und ja, hier unten war dieser Gang, wo wir schon waren, ich glaube da hinten lag ein Item und so, also nichts Besonderes mehr. Ja, soll ich sie jetzt mal direkt beschwören oder gehen wir erstmal so zum Boss? Nee, beschwör sie direkt. Wir wissen ja, schon, was abgeht. Ja, aber nee, komm, ich zeig den Boss einmal so. Das ist viel zu krank. Ja, ich weiß. Aber sonst wird uns vorgeworfen, wir machen es uns zu einfach. Also, wie gesagt, wir waren hier schon mal und wir haben den Boss, glaube ich, jeder locker 10-mal probiert. Locker. Und hatten keine Chance. War einfach voll. Es, total krass. Es steht auch überall im Internet, dass das der krasseste Boss im Spiel ist. Quasi. Ja, habe ich mir schon gedacht. Ach. Ach. Bitte. Helft uns. Eine hässliche Bestie. Oh,
Etwas Schreckliches lauert. Oh, Ludwig, der Verfluchte kommt. Erbarmen. Habt Erbarmen mit uns. Kamen gar keine Cutscene mehr jetzt leider. Ach so, ja, wenn ich sie gefunden habe im Internet, dann habe ich sie reingeschnitten. So, sagen wir mal so, ja. Okay. Die ist nämlich ziemlich cool. Ja, und das ist Ludwig, der Verfluchte. Ludwig war der erste Jäger der heilenden Kirche. Oh Gott. Oh Gott, jetzt hat er mich aber. Lässt du dich aber auch ganz schön verarschen gerade. Ja. So, man muss immer auf seine linke Seite kommen. Dann einfach ein paar Mal reinhauen. So, und erstmal wieder voll machen gerade. Und man darf halt nicht vergessen, wir sind auf MG Plus natürlich immer noch. Ja, genau. Was das Ganze natürlich nicht gerade einfacher macht. Genau, die Gegner haben mehr Hitpoints. Das auf jeden Fall, machen wahrscheinlich auch mehr Schaden. Und manche Gegner haben sogar andere Movesets. Oh, jetzt habe ich ihn verletzt gerade. Ja, das ist das Einzige, was man wirklich sagen kann, was den so ein bisschen machbar macht überhaupt, dass man ihn halt mal verletzen kann. Ja. Weil man sieht ja, wie wenig wir abziehen, obwohl wir echt über 1000 Damage jetzt, wie viel, über 2400 Damage hast du eben gemacht. Das ist halt nur so ein kleines Stück dann im Endeffekt von der Leiste. Also der hat locker 20.000 Leben. Oh nein! Und das ist der Charger, der... Oh. Ja, und dann tötet er einen auch mal, wenn man nicht da rauskommt. Ja. Ja, jetzt habt ihr ihn gesehen und das war erst die erste Phase. Ey, jetzt hast du was verraten. Das ist doch fast immer so. Ich habe übrigens auf YouTube so ein Video gesehen, da hat ein Typ auf NG plus 7, also das Höchste, was geht, glaube ich, ne? Ja. Ja, hat er alle Bosse nacheinander weggemacht, ohne einmal Schaden zu bekommen. Ah ja, der macht nichts anderes den ganzen Tag. Ja, wahrscheinlich. Und ja, jetzt holen wir uns mal den NPC hier. Und das war so krass, der hatte halt nur das Sägehackbeil, weißt du, die erste Waffe. Und auch ja, nur krass. In der kurzen, eingeklappten Form. Und der ist aber halt zu den Gegnern hin und hat so viel Schaden gemacht. Also auf manche Bosse hat der 5-mal draufgehauen, die jedes Mal sofort mit 1-2 Schlägen verletzt. Und dann hat er es voll oft so getimed, weil nur so hat er es geschafft, keinen Schaden zu bekommen, dass der quasi die zweite Phase komplett übersprungen hat. Also der hat dann immer quasi bis zur Hälfte den Gegner runtergekloppt und dann so viel Damage auf einmal gedrückt und ein Eingeweideangriff und was weiß ich, dass er in der Verwandlung gestorben ist. So bei jedem Boss. Ja. In der Verwandlung? Wie soll das denn gehen? Ja, voll viele haben halt dann... Ja gut, es kommt drauf an. Also bei manchen ist es halt so, die verwandeln sich und du kannst noch draufhauen oder buffen sich oder so. Die kannst du halt dann dabei töten. Und bei anderen hat er halt, wie gesagt, mit einem Mal so viel Damage gemacht, dass diese Cutscene, wo die sich verwandeln, gar nicht erst getriggert wurde. Okay. Also wirklich den halben Lebensbalken mit einer Combo weggeschlagen. Naja, ziemlich cooles Video, könnt ihr euch mal anschauen. Ziemlich beeindruckend. Abgefahren, ja. Aber auch hier mit Add-on-Bossen, ja? Nee, die nicht. Nee. Das war nur das Hauptspiel. Okay. Aber da sind ja auch schon ein paar dabei, die sind ziemlich krass, ja. Ja. Ja, und auch selbst wenn, also... Manchmal musste der halt auch ausweichen und da war alles immer perfekt getimed halt. Ich glaube, der konnte halt jeden Move von den Bossen und... Ja, die musst du dann alle lesen können. Ja. Bei manchen Bossen bei Dark Souls 1 kann ich das noch. Weil da... Boah, der Pferdekick. So oft gemacht jetzt. Aber zum Beispiel beim
Oh, oh shit. Beim Magnus oder so, da würde ich da auch verzweifeln, ey. Oh, oh, Ausraster. Läuft aber noch ganz gut mit der Henriette hier. Ja, läuft ganz okay. Man verletzt man den? Oh, ja. Nein! Oh, shit. Oh, oh, spucken Glück kann man nämlich auch. Aus Versehen einen Trank zu viel genommen gerade. Wenn das nicht mein Untergang sein oh, wird. Oh. Na endlich. Ja, schön, schön. Mann, es ist so wenig, was von dieser Lebensleiste immer weggeht. So abnormal. Oh oh, gut, kommt von der Decke. Ja, verletzt. Jawohl, direkt verletzt. Die andere Seite auch noch jetzt. Jetzt blutet er ganz schön. Oh. Oh nein! Oh, du lebst noch, du lebst noch! Nee, oder? Doch, doch, doch! Nein, aber die Henriette ist leider ja, in dem Zuge jetzt gestorben. Mist. Egal, vielleicht kriegen wir wenigstens noch die zweite Phase nochmal. Ja, einmal zeigen. Ja, könntest du schaffen. Noch eine gute Kombo. Oh, oh verletzt! Yes. Eingeweideangriff! Oh, es nein. Ging nicht! Jetzt! Ah, schade, nee, es ging nicht. Du standst zu weit weg, ja, du, also ja. Nicht richtig. Vorne. Ich stand nicht richtig, ja, genau. Schade, das wär's gewesen. Ja, definitiv. Ich habe jetzt aber langsam sogar hiervon das Timing raus, wann er sich runterfallen lässt. Ja, man muss nur dann rollen, ne? Oder springen. Ja. Oh, oh. Wie er halt jetzt nochmal ausrastet zum Ende hin, ne? Muss nur einmal noch rankommen, jetzt, ja. Reicht immer noch nicht. Nee, weil es keine ganze Combo war, leider. Da hat er sich weggedreht. Ja, jetzt vielleicht. Nee. Nein. Jetzt hau einfach drauf. Mach ich gerade. Ah, aber Mist. Das einfach nicht, mal geschossen. Ey. Ich dachte, es reicht vielleicht, um uns zu triggern. Also. Jetzt aber. Nee, nee. Ey. Nee, das ist auch noch nicht die Hälfte. Jetzt kann gleich. Sein. Oh oh. Heil dich. Oh, na, das tot. War klar, ey. Jetzt ist aber tot. Da habe ich aber auch zu früh gerollt. Jetzt ist besser geheilt und halt oh einfach Mann, ey, das so gefressen. Kurz. Aber das wäre eh ein Fail-Try gewesen. Ja. Zu wenig Tränke für die zweite Phase. Aber da kann man ihn mit den Kugeln, kann man ihn dingsen oder was? Kann man einen nee. Angriff machen? Nee, nee, das nicht. Nee. Aber unterbrechen bei irgendwas? Nee, auch nicht. Auch die Kugeln, nicht. Die Kugeln wollte ich haben hierfür, für die Chorglocke. Damit können so, wir die Henriette ah, heilen. Okay. Es kostet aber immer 7 Schuss. Ach, 7 Schuss, okay. Mhm. Ja, oder, also passt auf, es ist auch so, wir könnten jetzt auch, wollen wir das mal machen, den anderen NPC holen. Da hätte ich nee. Echt Bock drauf. Aber der ist nee. Cool. Also den können wir oft benutzen. Und das ist halt auch was, was jetzt mit dem DLC erst dazu kam. Ja, aber 2 ist overkill. Nee, 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 den anderen halt. Ja, dann holen wir den anderen, okay. Machen wir das mal. Das wo ist nämlich der? Diese Liga, von der ich geredet habe. Ach so, und den muss man im Traum holen, oder was? Nee, der ist an 2 oder 3 Stellen im Spiel. Eine davon ist der verbotene Wald, direkt an der Lampe, da gehe ich jetzt schnell hin. Okay. Und dann kann man einfach wieder zurückreisen und der kommt oh nein, mit, das was? War falsch. Fuck. Hm, kommt der dann einfach mit? Wenn du dich nee, weiter teleportierst. Nee, nee, ich glaube, bei den Bossen ist dann so ähnlich wie jetzt bei dem NPC nochmal ein extra Ding. Ja, aber wieso? Hast du doch gesagt, verbotener Wald. Ja, aber das ist die falsche Lampe. Oh Mann. Ah, ein neues Gesicht, nicht wahr? Und ein fähiger Jäger, wie es scheint. Ich bin Walter, Meister der Liga.
Mitglieder der Liga reinigen die Straßen von allem Schmutz, der durch die Jagd aufgewühlt wird. Wie es jeder halbwegs anständige Jäger tun sollte. Nicht wahr? Habt ihr nicht genug gesehen von diesen elenden Bestien, sonderbaren Schnecken und verrückten Ärzten? Verurteilt die Monster zum Tode mit der Hilfe eurer Liga-Eidgenossen. Was sagt ihr? Wollt ihr der Liga beitreten? Ja, wie es sich für einen Jäger gehört. Schließt das in euer Herz ein. Unsere eigene Carol-Rune, Symbol der Liga. Die Nächte wimmeln von entweihtem Abschaum und sind durchdrungen von ihrem fauligen Gestank. Denkt nur, jetzt seid ihr bereit, nach Herzenslust zu jagen und zu töten. Jagt gemeinsam mit euren Gefährten, euren Liga-Eidgenossen. Okay, so. Neuer Covenant. Was der für eine ekelhafte Lache hatte. Ja. Beziehungsweise erster Covenant für uns, oder? Nee, ich hab schon zwei andere. Ja, ja, du, aber ich meine jetzt... So. Ja, im Let's Play, ja, schon. So, die sind nämlich hier. Ach, vier haben wir jetzt schon. Ja, Unreinheit also. Ich glaube, Jäger hat man nämlich... Ach, genau, Ausdauererholung. Ja, genau. Jäger war das mit diesen Krähenfedern, glaube ich, wo wir auch die Rüstung anhaben. Korruption, das ist das von den Vilebloods, die in Kanehurst Castle wohnen, diese Vampire. Nahtod heilt plus eins. Okay. Bessere Fiolen-GP-Erholung, das war von diesem Paladin. Also dann bringen die Blutfiolen mehr Leben zurück. Und Unreinheit bringt plus 2% maximal GP im Koop. Aha. Also maximale Gesundheit, ne? Ja. Oder? Ist ja, höher ja, dann. So, das machen wir jetzt mal rein, damit wir den gleich rufen können. Und hier checke ich gerade auch nochmal durch. Ja, lass mal die auch auf jeden Fall. Ah, Max Ausdauer ist aber gut bei dem Boss. Ja, auf maximal jeden Fall. Maximal GP haben wir... Ja, ist eigentlich okay, oder? Wir haben maximal GP, ach ja, maximal ja, Ausdauer ja, okay. Und dachte, vier Fiolen. Ich dachte, du hättest diese... Ja, wir kriegen mehr Erfahrung. Nee, habe ich scheinbar schon wieder rausgenommen gehabt. Dann ist ja alles gut, ja. Eingeweideangriff gewähren Quecksilberkugeln. Sowas haben wir zum Beispiel auch. Mehr Blutechos von Eingeweideangriffen. Arkaner Schadenreduktion. Nee, passt doch so alles. Schnellere Giftresistenz. Mond. Mehr Echos von gefallenen Gegnern. Ja, das hätten wir. Und mehr Gegenstände von gefallenen Gegnern. Und temporäre Transformationsförderung plus 50. Ja, die hatten wir, glaube ich, schon vorher. Okay. So, wir haben das. Wir haben den anderen NPC. Moment, ja, der Grabstein ist ja da oben. Genau. Jetzt bin ich mal gespannt. Der steht jetzt eigentlich gleich hier vorne. Aber als Person oder was? Nee, ich glaube, da ist ein Zeichen. Erstmal die Hexe schnetzeln. Die kommt nämlich sonst auch und schneidet rennt einem hinterher. Und schneidet einem das Gesicht auf. Und hier die 6 Blutfliege holen. Ja, 5. Oder 5, ja. Aber trotzdem, die gibt's echt immer. Die hätten wir auch jedes Mal holen sollen eigentlich. Das wäre schon schlau gewesen. Da spart man sich nämlich viel Zeit. Da ist er ja. Ja, genau. Hier ist nämlich jetzt nochmal so ein Ding. Beschwöre Ligameister Walter. Der Walter. Oder, ja, Walter wahrscheinlich, ne? Ja, also er hat Walter gesagt. Walter. Ah ja, okay. Ja. Da fehlt nur das E. Hä, ist eine glockenläutende Frau erschienen, ne? Ja, das passiert doch immer. Weil diese dunkle Glocke dann geläutet wird von der. So. Da sind wir. Und mit der Chorglocke okay, also kann ich den jetzt auch heilen. Mal ja, gucken. Cool. Heilst du dich damit auch selbst noch? Nee, ja, leider oder? Nicht. Leider nicht. Sicher? Ja, ja. Scheiße. Aber mal gucken. So, und Feuerpapier habe ich noch geholt. Soll besser sein als Blitz, oder ja, was? Ja, bei dem Boss hier schon. Echt? Okay, krass. Weil Blitz hat echt schon einiges gebracht. Boah, shit.
Oh, der haut aber gut rein. Ja, der ist stärker, glaube ich. Ja, um einiges. Bei der Brunhilde, ne, wie hieß sie, Heike, ne, Henriette, die hat so gut wie keinen Schaden gemacht, wenn die getroffen hat. Hier sieht man wenigstens etwas, wenn der draufhaut. Und er haut auch schneller drauf. Okay, dann hat... Ah ne, er kann sich ja auch selbst noch heilen, ne? Ja, aber ich kann es gerade mal testen. Ja, test es mal. Guck dich selbst auch, ja. Ah ja. Oh, stand ich jetzt zu weit weg? Du musst bei dem stehen, ja genau. Ja. Jetzt, jawohl. Boah, voll aufgeladen, krass. Aber du hast halt auch nur dreimal. Ja, guck mal, ich weiß. Der hat ja auch den Pizzaschneider am Start. Ja, der ist cool, ne? Kein Wunder, dass das so abgeht. Ja, ich hab theoretisch mehr, wenn ich mir die Infusion gebe. Das sah so krass aus hier hinten. Ja, klar, musst du machen dann. Dann hast du ja theoretisch ganz, ganz viele noch. Also bis zu 20 Stück im Endeffekt. Er hat sich schon selbst geheilt gerade. Mann, der läuft so viel rum, ey. Komm kaum zum Draufschlagen. Ja, weil der andere aber auch schneller, auch viel ausweicht und so, ne? Boah, da hat er mal richtig aufgeladen. Ja, der Kopf ist auch kurz davor, verletzt zu sein, sag ich dir. Oh, Phase 2. Ja. Ihr wart an meiner Seite. Immer. Mein wahrer Mentor. Mein leitendes Mondlicht. Ja, und aus Dark Souls kennt man diese Waffe. Der Pferdemensch. Ja, vor allem gab es die Waffe halt bei Dark Souls 1 und bei Dark Souls 2, was echt cool ist. Ja, das hat gar nicht so einen großen Radius, wie man denkt. Man muss aber danach wieder nah ran, damit er diese Schwinger nicht machen kann. Ja. Oder den da, aua. Nein! Nein! Ja. Ah Mann, ey, man muss nah an ihm dran sein. Shit. Das ist echt so ein Bastard jetzt schon wieder. Aber gut, ich glaube mit dem NPC, der Chorglocke und dem Feuerpapier haben wir eine gute Chance. Also, weil es ist nämlich in der zweiten Phase so, das hat man jetzt noch nicht gesehen, aber wenn man ihm eine volle Combo drückt, so 5-6 Schläge, kriegt man auch fast immer einen Eingeweideangriff hin. Ah, okay. Also das ist mir beim letzten Mal schon aufgefallen. Aber das musst du auch erstmal hinkriegen. Also 5-6 Schläge ist schon nicht ohne. Ja, ihr müsst halt beide quasi in einer kompletten Combo ausweichen und dann zusammen draufhauen. Dann kriegst du auf jeden Fall einen Eingeweideangriff hin. Und das ist, glaube ich, in der Phase das A und O. Also ja, wenn du nicht 3-4 Eingeweideangriffe hinkriegst, hast du keine Chance. Ja, d'accord. Das ist echt krass hier mit dem Kerl, ne? Wo ist er denn? Na, da. Hattest du ein Feuerpapier drin? Ja, ne? Ja. Na, wann?
Wie meinst du eben? In der zweiten Phase. Ja, ich hab's mir noch schnell gegeben, aber ich konnte ja nur einmal draufhauen dann. Ja, ja, ja. Also behalt lieber die Chorglocke jetzt gerade noch. Ja, hast recht. Und wenn du einen Moment hast, drück dir auch eine Infusion. Ja, perfekt. Oh, ey, echt jetzt? Komm, weg da, weg da. Ah, sehr gut, sehr gut. Kannst direkt. Und wie er sich sogar echt auf den konzentriert, so ein bisschen. Ja, ne? Weil der aber auch mehr Schaden macht. Ja, boah. Oh shit, oh, oh shit. Ja. Jawohl, hat er sich nochmal gedreht, zum Glück jetzt. Der Walter. Der ist eben nicht mal gestorben, ne? Ja, ja. Aber du kannst es auch die ganze Zeit den heilen und ihn kämpfen lassen. Sagst du, ich habe auch so ein Video gesehen im Internet, wo einer meinte, das wäre voll die gute Strategie. Und das ist der einzige Boss im ganzen Spiel, wo man das so machen muss. Jawoll, komm ey. Oh shit, umsonst. Boah. Nein, tot, tot. Cooler Boss, super Boss. Ein Treffer. Ich war komplett voll bis oben hin einfach. Ja. Es ist so bitter, wirklich. Oh, und irgendwie passiert das nur mir immer. Mit diesen scheiß One-Shots. Ja, ich überlebe es meistens. Aber das, woran liegt es denn? Es kann doch nicht sein, dass es nur an dem Rollen liegt. Hm. Ja, das muss ja. So, oh, ich ja, werde in der Rolle getroffen und hab einen One-Shot. Ja, oder es ist halt Zufall, ne? Der macht halt einen Schaden in einem bestimmten Bereich. Ja, dann bin ich aber ganz schön angepisst mittlerweile. Dann hast du Pech halt immer. Ja, aber wenigstens kriegen wir hier schon mal immer 5 Blutfiolen. Ja, das ist echt geil. Das haben sie, so haben sie den Boss nämlich auch nochmal was entschärft quasi. Ja, beziehungsweise, dass man nicht ständig Blutfiolen fahren muss. Ja. Das ist halt echt wie abgefahren einfach nur. Ja, ich mache jetzt noch einen Versuch. Dann müssen wir nächste Folge weitermachen. Ups. Ja. Der miese, miese Kerl, ey. Der Ludwig, ja. Hier, gibt dir jetzt schon eine Infusion. Achtung, du bist in Kick Range. Ja. Lieber ein bisschen seitlicher. Er kann aber nicht vorne und hinten gleichzeitig angreifen, glaube ich. Ja, ja, das ist klar. Ja, jetzt. Trotzdem, ja, siehst du? Weil wir jetzt beide hinten standen. Ja, ja, aber das macht er dann so schnell, den Kick. Ja. Da darf man einfach nur stehen. Oh, geil, da ist er schon verletzt. Schade. Hast du gesehen, das war der super Pizzaschneider-Hit, der leider nicht getroffen hat. Ja, man kann mit dem Pizzaschneider, den kann man auch einfach nur so vor sich halten, wenn man eine Taste gedrückt hält, ne? Das haben wir gar nicht gesehen beim letzten Mal. Und dann kannst du den... Verletzt. Ehrlich. Boah, guck mal, was das ein Hit war. Komm, Ludwig. Ist echt schade ein bisschen, dass der Kopf so selten nur verletzt wird. Ja. Archer. Okay, heil ihn mal am besten. Ah, ja, er hat sich nochmal selbst mitgeheilt. Und neue Infusion, wenn du kannst. Oh, das ist ja nice. Direkt über dich gespuckt.
Jetzt neue Infusion. Ja. Und das ist das Schlimmste. Es sieht halt immer so aus, als würde man getroffen werden. Aber nur manchmal wird man getroffen. Und dann scheint der Schaden komplett random zu sein. Nein! Boah! Boah. Das kann einen auch mal one-shotten zum Beispiel. Ja, nice, du hast ihn, Geist. Ja. Noch einmal auf den Kopf. So, die Zwischensequenz kommt zwar jedes Mal, aber jetzt drücken wir sie natürlich weg. Ja. Aber das geht leider erst, sobald er irgendwie so ein bisschen da liegt. Wie er direkt drauf geht, wie geil. Boah, die sind mies, diese Schwinger. Heilen, heilen. Also auch für ihn. Okay, er hat sich selbst geheilt. Dafür. Ja. Boah, das waren aber mehr als 6 Hits jetzt von uns beiden zusammen. Oh, du musst nochmal heilen ihn. Oh, oh. Du stehst nicht mehr. Jetzt! Eingeweideangriff. Du standst nicht nah genug dran. Mach mal direkt. Ehrlich? Jetzt noch. Ja, er ist ganz low. Guck mal, wie low er ist. Und jetzt stirbt er. Nee, jetzt schnell. Mach's. Nein, damit habe ich mich selbst getötet. Oh, doch nicht. Aber er ist tot. Also. Egal. Du bist so weit, warst du noch nie. Boah. Jetzt mach einfach das. Boah. Was du das letzte Mal gemacht hast, die Taktik. Ja, Eingeweideangriff. Ah, nee. Oh, sorry. Oh, Gott. Und dann 2 Schläge, ey. Das war echt. Das hat mich auch rausgebracht Schrei. Jetzt kurz. Ja, sorry, ey. Ja. Deswegen hatte ich ja auch. Man muss da ganz nah halt dranbleiben, so ey. Und immer ausweichen schlagen. Ja, genau. Oh, Mann. Ja, ihr habt's gesehen. Er ist richtig krass, aber, wir kommen näher, glaube ich. Vielleicht kriegen wir es beim nächsten Mal hin. Und ja, ich freue mich schon drauf. Und dann geht's auch weiter hier in dem Gebiet. Endlich. Da gibt's bestimmt auch noch ein paar Bosse mehr. Also, macht's gut. Ciao. Tschüss.